So, hier ist wieder Raiden und wir machen jetzt die zweite Session für die Open Skill League. Wir sind wieder in der Lobby. Wir melden uns wieder ganz hinten an, also so spät wie möglich, um einfach Chips zu sparen und in eventuellen schwierigen Situationen schon mal aus dem Weg zu gehen und die Teilnehmerzahl einfach auch hinter uns zu lassen, weil ihr seht ja, oder ihr wisst das ja auch aus dem ersten Video, die Leute gehen hier wie die Fliegen. Ja, 9.900 sind dabei, 9.900, da melden wir uns auch an. Ja, und von den 9.900 sind nur noch 6.500 im Feld gewesen, habe ich gerade gesehen. 9.900 sind jetzt noch im Feld. Das heißt, wir haben von den 10.000 Spielern schon 3.000 Spieler hinter uns gelassen. Sind jetzt auch in der nächsten Blindstufe schon. Das heißt, wir haben ein bisschen Chips gespart. Und hier, wie ihr sehen könnt, sind wir hier im Small Blind ohne Chips. Das heißt, wir sitzen gleich am Dealer-Button und haben somit noch ein paar Chips gespart, weil wir werden bis zum Big Blind folden. Wir sind hier mit dem Ass und dem Vier. Mit der Ass und Vier werden wir hier auch folden. Ihr seht es schon. Genügend Limper dabei und das bedeutet meistens bei solchen losen Spielern sehr starke Karten. Wir würden hier auf jeden Fall Chips verlieren mit der 4 als Kicker. Wenn wir das Ass treffen würden, würden auf jeden Fall schwierige Entscheidungen treffen, würden auf jeden Fall vor schwierigen Entscheidungen stehen und eventuell falsche treffen. Ja, hier wieder Ass und 4. Auch wieder Under the Gun ist ein Easy Fold. Under the Gun könnte ich auch Asse folden, wenn das Teilnehmerfeld noch über 5000 ist. Ja, das sollte auf jeden Fall immer das Ziel sein, immer unter 5000 Spielern zu beginnen, eventuell zu spielen, wenn wir überhaupt spielen. Was das Ziel ist, ist immer das Geld. Das heißt, wir gehen hier auch gerne mal den Situationen aus dem Weg. Hier lassen wir uns auch ein wenig Zeit. Bei jeder Karte, die wir kriegen, wir stehen eigentlich immer vor schwierigen Entscheidungen. Und auch hier seht ihr zum Beispiel das Plableri 13. Hier sehe ich darüber aufregt, dass die Leute sich ein wenig Zeit lassen. Darüber solltet ihr euch keine Gedanken machen. Euch steht die Zeit zur Verfügung, die solltet ihr nutzen. Damit brecht ihr keine Regeln. Und deswegen gucken wir uns hier den Flop an. Wir sitzen hier im Big Blind und haben eine Overcard zum Backdraw Flush Draw. Den haben wir nicht, aber den könnten wir eventuell treffen. Wir sollten hier auf jeden Fall folden. Mit der 5 zwar getroffen und dem Flush ist das alles sehr, sehr schlecht. Deswegen folden wir hier auch. Wenn wir eventuell Chips gewinnen könnten, ist, glaube ich, diese Situation sehr, sehr schlecht. Da könnte ziemlich viel bei unserem Gegner sein, was er halten kann. Auch die 400, die sind wir nicht bereit zu bezahlen. Dafür sind unsere Karten einfach zu schlecht. Jetzt sieht man auch hier, wir müssten unseren ganzen Chipstapel müssten wir hier opfern und wir sehen, da unten sitzt das Flush mit den paar Zehnern. Haben hier eine sehr gute Entscheidung getroffen. Jetzt hier wird geraced. Aus Under the Gun 1 und 2. Da kommt der nächste Race und wir sind hier im Small Blind. Wir werden hier folden. Das ist ein Easy Fold. Wir lassen uns trotzdem ein wenig Zeit. Wir bezahlen ganz einfach schon mal den Small Blind. Wir nehmen uns deswegen die Zeit, weil wir unsere Gegner ja schon bezahlen und wir dadurch Chips verlieren. Und ja, deswegen lassen wir uns hier ein wenig Zeit, um auch ein wenig Plätze gut zu machen. Und naja, dass wir im Small Blind sitzen, ist es die beste Situation, einfach mal die Zeitbank zu drücken. Auch hier, man sieht es wieder, er kann es kaum erwarten. Plaberry 13, hier das Board zu sehen. Er ist ziemlich los. Er wird jetzt auch demnächst sich von seinen Chips nach und nach verabschieden. Wir sehen es hier. Er hat jetzt den auch noch 940, ist wieder schön am Raisen.
Auch hier mit König 9 wird ein Easy Fold vom Dealer Button. Es ist immer besser, auf bessere Situationen zu warten. Wir können hier noch nicht so wirklich einschätzen, was Marius MTK hier geraced hat. Deswegen werden wir hier folden. Ja, und neben uns sind nochmal zwei, die dieses Race mitgehen. Das heißt, wir würden hier auf jeden Fall vor einer schwierigen Situation widerstehen. Dieser sind wir aus dem Weg gegangen. Wir haben hier auch nichts getroffen, was uns jetzt beeindrucken würde, um weiterzuspielen. Wir hätten hier unsere Karten spätestens folden müssen, haben uns somit die Chips gespart und warten auf eine bessere Situation. Und machen natürlich somit auch wieder ein paar Plätze gut, daher, dass wir einfach nicht das Ende gefunden haben von dem Turnier. Hier mit 9 und 8 in Suited folden wir, auch wenn das eine schöne Hand wäre, sind 240 eigentlich schon zu viel. Wir werden diese Karten wahrscheinlich in den meisten Fällen verlieren, weil wir hier jetzt auch noch neben uns den nächsten Caller haben. Wir müssten einen Flush treffen. Und selbst dann wissen wir nicht, ob wir vorne sind, weil es nur ein Flush bis zur 9 ist. Das ist alles sehr marginal, deswegen folden wir hier auch. Und wie wir sehen, haben wir hier einen Gutshot. Wir würden hier wieder vor einer schwierigen Situation stehen, weil unser Gegner auch dem Potsize bettet. Das würde bedeuten, wir müssten hier die Hälfte unserer Chips investieren. Ja, und hier haben wir die Könige. Wir limpen hier einfach nur mal rein, um zu sehen, was passiert. Daher, dass wir auch gemoved worden sind. Wir sitzen an einem neuen Tisch. Nee, sitzen nicht an einem neuen Tisch. Aber Marius MTK ist auch hin und wieder geneigt, ein Race zu machen mit schlechten Karten. Deswegen haben wir hier nur gelimpt. Aber es wurde nicht erhöht und sehen hier das König, das natürlich schön ist. Wir werden hier nur leicht anspielen, um zu täuschen. Und dürfen hier auch keine Freikarte verschenken bei den drei Spielern, weil wir haben hier das Flush Draw. Das könnte verheerende ein fernes Ergebnis geben. Jetzt haben wir ein zweites Flush-Draw. Einer ist mitgegangen und wir müssen hier Maximal-Pressing machen, aus dem ganz einfachen Grund. Im Pot waren schon so viele Chips, wie wir haben und müssen einfach Druck machen bei zwei Flush-Draw. Wir haben auch diese Hand schön gewonnen, wie man sehen konnte. Sitzen hier wieder mit König und 9. Mit 3.900 Chips und sind eigentlich wieder im Geld, fühlen uns relativ wohl. Also im Geld sind wir jetzt noch nicht, weil wir jetzt sind auf Platz 3.070 sind noch im Feld. Und wir müssten eigentlich jetzt hier nur noch warten, bis wir im Geld sind und deswegen, wir lassen uns immer wieder Zeit und sehen uns an, wie die Spieler spielen, damit wir auch wissen, was am Tisch los ist. Auch die Sechser werden wir hier wahrscheinlich folden. Es ist ganz wichtig, dass ihr wisst, mit welchen Spielern und was die Spieler so spielen und mit wem ihr es da zu tun habt. Wir sind hier gemoved worden, deswegen schmeißen wir auch die Sechser weg. Das ist unsere zweite Hand an diesem Tisch. Wir wissen nicht, wie wir die Leute einschätzen sollen. Wir müssen erst noch ein bisschen beobachten und sparen uns hier Chips, indem wir folden und Plätze gut machen. Wir lassen uns hier viel Zeit, weil das ist eine schwierige Situation. Wir müssten All-In pushen. Wir sind alle Situationen durchgegangen, um eventuell die Sechser zu folden. Ein All-In-Push würde ich nicht empfehlen. An einem neuen Tisch mit kleinen Pocket-Paaren. Auch das Limpen bei 120 Big Blinds
hätte man machen können. Aber wie ihr sehen könnt, haben wir hier wieder Chips gespart, weil das Board ist wieder drawlastig und hat auch zwei Damen. Somit ist ein Full House möglich am Ende. Und hier sind wahrscheinlich Gegner nicht bereit, ihre Hand aufzugeben. Und mit Sechsern würden wir hier sehr weit hinten liegen. So, wir konnten hier auch nicht unsere Karten verbessern. Hinten, ganz hinten, sieht es ganz schlecht aus für unsere Karten. Also wir haben hier wieder sehr gut entschieden, indem wir Chips gespart haben und die wir Sechser einfach weggelegt haben. Ich sehe immer wieder, dass solche kleinen Karten dann all-in gepusht werden. Aber die Leute finden dann sehr häufig das frühe Turnierende. Wie ihr sehen könnt, hätten wir hier sogar gewonnen, glaube ich. Ich konnte es jetzt gerade nicht so sehen. Aber wir machen einfach weiter. Wir gehen in die nächste Situation im Big Blind mit 2 und 8. Ja, hier werden wir easy folden. Wir lassen uns ein wenig Zeit. Wir haben hier investiert und auch Entis sind investiert. Somit steht uns Zeit zur Verfügung, zum Überlegen. Das solltet ihr euch immer vor Augen halten, dass wenn ihr Chips gesetzt habt, dass ihr euch auch genügend Zeit nehmt, dann euch über die Situation nochmal Gedanken zu machen. Weil hin und wieder sagt einem das Gefühl, dass man callen sollte und gerade in diesen Turnieren macht man das manchmal und hört auf sein Gefühl und man hat dann auf einmal Glück und ja, ist dann voll mit Chips. Aber in den meisten Fällen verliert man doch dann da. Deswegen, ja, hier auch sieht man wieder, die Gegner sind bereit, alles aufzugeben mit König und 3. Das hat alles sehr wenig mit Poker zu tun. Deswegen müssen wir hier auch uns immer sehr gut Gedanken darüber machen, was wir machen. Hier haben wir wieder Könige. Wir machen ein Slowplay mit einem Limp. Was eigentlich eine sehr schlechte Entscheidung ist. Wir sollten hier doch besser all-in gehen oder die folden. Aber wer foldet denn schon Könige, wenn nur einer gecallt hat? Und mit dem Call hoffen wir, dass unser Gegner trifft. Hier haben wir ein ganz gefährliches Board aus dem ganz einfachen Grund. Die Blinds sind noch im Spiel, sie hätten hier getroffen haben können, aber hier liegt auch noch ein Straight. Ja, hier liegt noch ein Straight Draw und ja, mein Gegner spielt an rechts neben mir. Ich mache eine 3-Bet drauf, um ihn vor eine schwierige Situation zu stellen, was bei ihm eigentlich keine ist mit den Chips. So, wir müssen hier jetzt auch All-In gehen, weil wir haben dreimal so viel im Pot, wie wir noch an Chips haben. So, unser Gegner dreht tatsächlich 9 und Jack um und wir sind frühzeitig aus dem Turnier draußen. Ja, wir haben hier einen ganz klaren Fehler gemacht. Wir hätten All-In pushen müssen vor dem Flop und ja, leider sind wir hier ausgerüvert worden. Nachdem unser Gegner auf den Turn die 9 getroffen hatte, war die Hand eigentlich unfoldbar, hatte genügend Outs, um unsere Könige zu schlagen. Ja, wir machen leider 10 Minuspunkte hier. Wir sind auf Platz 2006, glaube ich, gerade ausgeschieden. Ja, daher, dass wir frühzeitig ausgeschieden sind, machen wir Minuspunkte von 10. Das eigentlich nicht so schlimm ist, aus dem ganz einfachen Grund. Wir haben in dem vorigen Turnier gut abgeschnitten. Und hoffen im nächsten Turnier einfach auf das bessere Ergebnis. Ja, somit sind wir auch am Ende dieser Session. Das ist einfach ein gutes Beispiel gewesen, warum ihr euch sehr spät anmelden solltet und euch genügend Zeit lassen solltet, weil ihr seht, wir sind auf 2006 ausgeschieden, auf Platz 2006, bekommen Minuspunkte, aber wenn wir uns früher angemeldet haben, hätte sich diese Situation eventuell schon früher ergeben, dass wir hätten früher gehen müssen. Somit haben wir ein paar Punkte gut gemacht oder so gesagt Punkte gespart und freuen uns. Und ich danke euch und